Hallöchen, meine kleinen Gruselfreunde. Heute werden wir eine neue Orbi-Bobby spielen. Mit dabei ist Roman, hallo. Guten Tag, mein Name ist Erosolino, der kleine Fuchs. Wir sind gestrandet, wir müssen nach Hause. Okay, sei vorsichtig beim Überqueren der Straße. Vergiss nicht, alle Blocks-Token zu sammeln. Viel Glück. Okay, dankeschön, Mr. Indiana Jones und so. Ich laufe einfach schon rüber, ich habe damit keine Probleme. Du bist einfach schon rübergejumpt, Mann. Sicher. Wie wär's denn mal mit Warten auf der... Aua, nein, als ob... Wie wär's mal mit Warten auf deine bestesten Freunde? Lassen Sie mich und meine Familie bitte in Ruhe und bitte belästigen Sie mich nicht mehr so viel. Okay, klettere die Leuchtpfosten nach oben, um auf die andere Seite zu gelangen. Oder kaufe einen Teppich, um rüberzukommen. Ja, genau. Das ist einfach der Obi-Gott-Teppich. Der Obi-Gott-Teppich ist aber richtig nice, Mann. Wenn man den einmal sich gegönnt ist hat, echt man so. Nie wieder ohne. Holt es den komischen Token hier. Okay, hier müssen wir jetzt nach unten. Okay, klau von Blablabla die Zugangskarte, wenn er schläft. Öffne das Tor damit. Machen wir. Dann machen Sie sich zum Weg in den Eingang, bla bla bla. Dort finden sie eine Rakete, die uns nach Hause führt. Ja, ja, natürlich. Eine Rakete. Die uns nach Hause führt. Eine Rakete. Was ist das hier? Uns nach Hause führt. Oh, ey, da kann man rein. Ey, hier ist ja irgendwie voll krasses Zeug drin und so. Hier sind auch noch ein paar Mumble-Token-Moken. Nice. Hä, WTF? Ist ja übel krass. Wer wusste das? Wir haben einfach ein Secret gefunden gerade. Ach, ein geheimes Secret. 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 Oh, Überwachungskameras, die sind angeschaltet. Oh, da musst du ein bisschen aufpassen. Wir werden gerade auch so ein bisschen beobachtet gerade. Habe ich so ein bisschen, ganz bisschen das Gefühl. Oh mein Gott. Sieht so oh aus, als hätten wir das Sicherheitssystem aktiviert. Na toll. Alter, das sind so richtig kranke Laser hier. Guck mal, die brutzeln richtig. Alter, das sind hübschere Laser als boah. Mann. Oh, guck mal, was ist das hier, Mann? Die sind einfach so, da bist du. Das ist kein Alien-Anzug, Mann. Ich glaube, das sind echte Aliens. Du bist ein Alien. Oh. Und weiter. Schnell, schnell, schnell. Ohne Probleme. Oh, was? Wow. Sammle den Schlüssel, um die Entlüftung zu öffnen. Okay, kein Problem. Öffne die Aua! Alter, wenn man vom Laser stirbt, ist richtig krass. Man kriegt richtig einen Elektroschlag. Nicht so wie dieser billige Laser. Das ist so ein richtiger Laser, Mann. Ja, ja, ja. Ich hab's schon geschafft. Ich bin schon durch. Ich laufe jetzt ohne meine Freunde einfach hinfort. Was zum Teufel ist das hier? Ist das ein Auge? Ich glaube, das sind Augen oder sowas. Da ist so ein Auge, was aus dem Boden guckt. Auge? Oh. Hä? Tatsache, das ist einfach ein Auge. Hilfe, es ist ein Auge. Okay, so krass ist das eigentlich gar nicht. Wo ist das Auge? Du musst hier durchkommen. Guck, hier ist es. Hier. Warum weinst du jetzt wie so ein Baby? Du bist ein Baby. Nein. Oh, das ist direkt da gewesen. Okay. Ich muss jetzt gar nicht mehr so weit zurückgehen. Alles gut. Hat sich erledigt, Leute. So. Aber hier ist voll gut. Die haben auch echt nicht einen Checkpoint gespart. Hier ist sehr. Nein, was? Das habe ich mit meinem C berührt. Ich habe es mit meinem C berührt und das war Dings. Bin trotzdem gestorben. Ah, mein C tut weh, wenn ich gehe. Und danach trinke ich Tee, wenn ich gehe. Hä? Merkt die Karte bei dir auch ein ganz kleines bisschen? Nee, aber es hat irgendwie gerade, irgendwas hat gerade nicht gestimmt. Hier beim seitlich hochspringen oder so. Guck mal, ich verstehe dies nicht. Nein! Ich hab's aber geschafft, glaube ich, oder? Hat's geklappt? Oh ja. Ha! Cheats, Leute. So gehen die richtigen Cheats. Ich habe einfach so ein böses Gesicht, obwohl ich eigentlich voll nett bin. Aber es ist ja... Halloween! Es ist ja Halloween, deswegen habe ich meinen Halloween-Skin drin. Oh, du bist ja schon hier vorne, Mann. Du bist ja voll schnell hier gewesen. Guck mal, geh mal zu dem Händler. Hier, kauf dir das mal. Soll ich mir ein Obi-Gott kaufen? Vom Händler. Okay, was möchtest du kaufen? Möchtest du eine Karte? Nee. Kostet die Geld? Karte. 45 Robux, bitte. Was? Wirklich? Nee. Hier sind doch auch Schilder oder sowas, oder? Guck mal. Ah, das sind doch bestimmt nur Lügenschilder. Guck, hier ist auch ein Schild. Führen jetzt die Lügenschilder mich hier... Ach, lol. Ist es hier schon das Ende, oder bin ich jetzt hier? Verstehe dies Schade, nicht. Dass du nicht 45 Robux dafür ausgegeben hast. Wofür? Wahrscheinlich gibt es da noch so einen Extra-Schatz oder sowas, weißt du? Okay, klick auf den Button, um die Tür zu öffnen. Easy going. Das werden wir doch schaffen. Und finde den Weg zur Rakete. Okay. Der Wegle zu der Raketle. Das Wegle zu der Raketle. Okay, ich habe das Ding aufgemacht. Jetzt ist hier irgendwie eine Tür aufgegangen. Oh, Junge. Jetzt gucken wir mal. Ich hole mir hier jetzt nochmal den Rope-Token. Okay, ich jump hier durch. Ich bin drüben. Hier ist irgendwie grüner. Hier ist grüner Schleimus. Oh mein Gott, mein Checkpoint war nicht richtig gesetzt, Mann. Tja, weil du ein Fisch bist. Ein richtig nicer Typ. Blub, blub, die Fischgang. Oh, was ist das hier? Fischgang. Fischgang, Fischgang. Oh. Fischgang, Fischgang. Was zum... Hä? Was war denn das? Ihr habt es gesehen, Leute, auf Videobeweis. Es ist gerade einfach geschehen. Roman. Etwas passiert. Da ist Böses im Busch. Böses? Böses! Böses!
Kennt ihr das noch? Böses im Busch? Schreibt's mal in die Kommentare. Böse, 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 böse. Ich bin schon in der Rakete. Böse Sachen im Busch. Tut mir leid, ich wurde nach hinten geworfen. Ich brauche noch ein bisschen, aber ich hole auf. Jo, frei, bin so auf dem Weg, du. Meine Probleme haben. Okay, er sagt jetzt wieder. Okay, er sagt hier. Klettere die Wand hoch. Natürlich. Und dann beschleunige deinen Weg über den kompletten Mond. Und gehe in die Weltraumbasis. Hä? Was zum Teufel ist das hier für ein. Was ist das für eine Obby, Alter? Übel crazy. Okay, Roman dreht wieder durch. Bring uns eine Weltraumbasis. Okay. In die Weltraumgeschichte. Oh, hier kriegst du so einen Speedtrunk. Oh, was? Er macht so einen Backflip einfach. Backfleet. Ey, Leute, mein Kollege kann einfach Backfleet. Mach. Boah, Digga, das war krass. Oh, krass. Man kann übel weit. Wow, man kann übel weit jetzt springen. Alter, man kann übel weit springen. Oh, da habe ich jetzt einen roten verpasst, glaube ich. Ich bin am gelben Automaten vorbei. Ja, ja, ich bin schon so viel weiter, als du denken kannst. Alter, kann man wieder weit springen. Oh, das war sauknapp, was ich gerade gemacht habe. Boah, war das knapp. Ich glaube, ich sehe dich hier irgendwo. Ja, ich sehe da auf jeden Fall irgendwas Kleines fliegen. Roblox, Freunde. Irgendwas Mini-Kleines habe ich gerade fliegen gesehen. Mini-Mini-Klein, ich bin in die Mini 1, 2, 3. Ich zauber euch im Nu herbei. Für Riesenspaß beim Mittag. Okay, gut, reicht jetzt, Leute. Es tut mir leid. Kann man Erisolino eigentlich essen? Ja, mit dem Erisolino Ferdi-Füchschen-Würstchen. Was? Ja, ja, ja. Die Erisolino-Würstchen. Aus echtem Fuchs. Nein. Aus echtem Fuchs, Action. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein. Wo bist du denn? Ich bin schon viel weiter, als du es jemals warst. Bist du schon am Ziel? Oh, warte mal, hier irgendwie, zack. Getan. Ich singe ein Lied. Ich singe ein Lied für die und dann fragst du mich. Ich mit mir tanzen gehen, ich glaube, ich stehe auf die. Okay. Ich singe ein Lied für die. Okay, Roman, ist okay, wir haben es verstanden. Ja, mein Ozef, ich in Bayern. Hallo, ist es okay? Wir haben es verstanden. Oh, hier ist jetzt so 2D alles. Oh, krass. Meintest du nicht etwa 5D, weil das hier Roblox ist? 5 Dimensionen in Roblox. Oh nein! Oh mein Gott, das ist ja hier 2D. So einfach so viel zu spät gecheckt. Oh, und hol dich an. Nein, ich wurde von so einem Ding erdrückt. Haha. Wurdest du von dem auch erdrückt? Nö. Das hier habe ich aber schon mal gesehen irgendwie. Diese Wand hier, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, es gab mal so eine Obby, wo das auch mal war. Jeeha! Komme, Lars, und ich werde dich einholen. Ich bin dein größter Gegner. Ich bin dein größter Fan. Hä, wo bleibst du denn eigentlich? 2 Tage später. Hey, ich breche dich aus. Moment mal. Was ist passiert? Ein Alien ist entkommen aus Abschnitt 4. Wir müssen hier raus. Okay. Später. Ey, sag mal, hast du dir ein Skip Stage gekauft? Nein. Ich auch nicht. Hast du die Skip Stage geholt? Ja, hast du es dir geholt. Wer weiß, Skip vielleicht. Aua! Nein, nur nicht. Ich dachte, du bist der Obby-Gon. Der Obby-Gon. Alter, das ist die größte und niceste Obby, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Oh, noch nicht so viele Obbys gespielt. Oh, was ist das hier? Drücke die 2 Tasten auf jeder Seite. Und der Teleporter öffnet sich. Okay. Okay, Knopf drücken und du wirst entzücken. Okay, da drüben ist noch irgendwas mit Lasern. Das müssen wir hier drüben auch noch aktivieren. Let's go. Okay, ich habe irgendwas aktiviert. Ich stehe jetzt hier drin und ich dusche irgendwie in diesem Laser. Oh, ich bin weg. Du bist doch schimmeln gegangen. Du bist doch ein kleiner Schimmel, Junge. Oh, was ist das hier? Okay, ist irgendwie... Och, nee. Och, nee. Ich wurde vom Alien gefressen. Wow, und das Alien ist irgendwie... Laserdusche. Och nee, ich bin in einem Alien-Arsch drinne. Och nee. Arsch? Oh nö, das ist ein unangenehmer Ort. Ein normaler Arsch, okay. Aber ein Alien-Arsch? Oh, lieber nicht. Alter, was geht mit dieser Obby ab, Alter? Die ist viel zu crazy. Die ist auch einfach viel zu groß. Okay, ich krieg's aber hin. Ja, doch, es könnte auf... Was zum Teufel ist das? Ach, das soll das Herz darstellen. Aber ich muss sagen, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben bei der Obby-Bobby, die herzustellen. Obby-Bobby. Boah, dieses Herz sieht einfach ganz komisch aus. Oh Gott. Alter, das was geht mit dem Herz ab, Alter? Keine Ahnung, ist voll so eckig. Am Beben. Oh nein, ich bin runtergefallen in die Magensäure. Chill. Bevor du irgendwas machst, musst du... Endlich habe ich dich. Ja! Was stimmt nicht nur mit dir? Was stimmt nicht mit ihm? Was? Ich bin im Becken gelandet. Was ist hier los? Ey, ich bin an einer äußerst unangenehmen Stelle gelandet. Entschuldigen Sie. Unangenehme Stelle? Oder doch nur ein Döner?
Ich hab's verstanden, ich bin da. Guck mal, wie krass bin ich, Alter. Was ist das hier? Warte mal, wollen wir da drüber... Okay, du bist einfach reingegangen. Was ist das, Roman? Das nennt sich ein Alien-Hintern. Das nennt sich Ausgang. Oh, wir sind am Ende. Jawolski. Yeah, aber es durfte natürlich nicht fehlen, dass wir noch gefressen werden. Ganz klassische Sache. Ja, okay. Wir haben es geschafft zu unserem Versteck. Okay, geh auf die andere, bla bla bla, um andere Dinger zu spielen. Ja, super nice. Können wir mal vielleicht machen, Leute. Und ansonsten lasst mal gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Folge. Bis dahin, haut rein, Leute. Und ciao. Tschüss.